dieses große rote Backsteingebäude auf der linken Seite, das war früher die Holzmühle. In der Holzmühle wurde früher ein sehr gutes Mehl hergestellt, überhaupt gute Getreideprodukte. Aber im Zuge des veralten Europas kommen mehr Anbieter auf den Markt. Es entstand ein regelrechter Preiskrieg und die Holz wird dann aufgegeben. Es wurde später dann aufgekauft von der Firma Brüggen. Aber auch die Firma Brüggen ist ja bekannt durch ihre Getreideprodukte, wie zum Beispiel Haferflocken, Cornflakes, Müsli. Ja, und all die Dinge, die Kinder morgens gerne zum Frühstück essen. Links voraus seht den großen viereckigen Turm mit dem Helm oben drauf. Das ist der Turm von Lübecks größten und auch ältesten Stadttor vom Burgturm. Das Burgturm war mal das nördliche Stadttor von Lübeck, wurde im 14. Jahrhundert gebaut. Im 15. Jahrhundert haben wir den Turm nochmal aufgestockt, man setzte damit ein Stockwerk mehr oben drauf und später diesen Helm. Das Gebäude, von uns aus gesehen, rechts neben dem Turm, das war früher mal ein Kloster, das die Dominikaner. Es hat allerdings im Mittelalter noch eine andere Funktion gehabt. Hier konnten Lübecker Kapitäne, wie ich mal so ein bisschen salopp sagen darf, ihre Ehefrauen abliefern, bevor sie auf große Fahrt gingen. Nicht, weil sie Angst gehabt haben, die will ich zwischendurch mal einen anderen nehmen und die Mönche sollen während ihrer Abwesenheit mal so ein bisschen auf sie aufpassen. Nein, nein. Es hat einen sozialen Hintergrund gehabt. Die Lübecker Kapitäne wollten sicher sein, dass wenn sie auf See sind, dass ihre Frauen und auch ihre Familien versorgt waren. Und nicht, dass man sie, so wie es im Mittelalter oftmals war, wenn sie kein Geld mehr gab, sondern einfach auf die Straße gesetzt wurden, wo sie dann eventuell hätten verhungern müssen. So eine ähnliche Institution hatten wir bis vor einigen Jahren noch in Lübeck. Das war die Schiffergesellschaft. In der Schiffergesellschaft lebten Witwen von Lübecker Kapitänen. Allerdings, als die letzte Dame verstorben war, war auch diese Institution gestorben. Die gibt es seitdem nicht mehr. Das Restaurant Schiffergesellschaft, das gibt es natürlich noch. Hier an der rechten Seite kommen wir jetzt gleich an einem Hafenbecken vorbei, das ich eben nicht erwähnt hatte. Das ist der Wallhafen. Der Wallhafen hat genau wie der Hansahafen für Lübeck keine große wirtschaftliche Bedeutung mehr. Auch er ist für die größeren Schiffe zu flach geworden. Bekannt geworden ist dieser Teil des Hafens allerdings als Lübecks Kriegshafen. Das war nicht während des Ersten, nicht während des Zweiten Weltkrieges, das ist schon ein bisschen länger her. Das war aber während der Hansezeit. Während der Hansezeit lagen so große Kriegsschiffe wie zum Beispiel der Adler von Lübeck, der Lübsche Adler, der Jesus von Lübeck und unter anderem auch die Bunte Kuh. Die Bunte Kuh war wohl das bekannteste Schiff seiner Zeit. Aber ihr wurde auch ein Stadtteil von Lübeck benannt, Lübeck-Bunte Kuh. Bekannt geworden ist das Schiff bzw. ihre Besetzung dadurch, ihr war es gelungen, den berühmt-berüchtigten Piraten Klaus Störtebeker, der sich bei Helgoland versteckt hatte, zu überlisten, ihn gefangen zu nehmen und nach Hamburg zu bringen, wurde bekanntermaßen im Oktober 1401 auf dem Grasbrook wegen der Räuberei ein Kopf kürzer gemacht wurde. So, meine Damen und Herren, wir verlassen gleich den Lübecker Hafenbereich und kommen dann auf den Elbe-Lübeck-Kanal. Eröffnet wurde der Elbe-Lübeck-Kanal am 16. Juni 1900 und zu seiner Eröffnung war seinerzeit Kaiser Wilhelm II. Persönlich hier. Warum? Ja, nicht nur, weil er eingeladen war, er war sozusagen der Chef von Lübeck. Denn Lübeck war nur bis 1937 eine reichsfreie Stadt. Und da stand nur dem Kaiser und später dem Reichspräsidenten. Als an der Zeit Kaiser Wilhelm II. Nach Lübeck kam, zu der Öffnung des Kanals, brachte er Lübeck auch ein schönes Gastgeschenk mit. Er schenkte ihm ihr Stadtwappen, der Lübschen Doppelparater, in Blattgold. Und das gleich zweimal,
zu sehen in Vornberg an den kleinen linken Turm. Einmal für die einkommenden, einmal für die ausgehenden Fahrzeuge. Für die einkommenden Fahrzeuge, das werden wir nicht sehen können, aber für die ausgehenden, das sehen Sie gleich in voller Größe und Schönheit. Wenn wir die erste Brücke runter fahren, zwischen der ersten und zweiten Brücke, wenn Sie immer nach links oben zu diesem kleinen Turm blicken, dort sehen Sie dann den Lüftchen Doppelkopfadler in Blattgold. Die Farben weiß-rot, die Sie in der Mitte des Wappens sehen, das sind die Farben von Lübeck. Ja, hier links oben jetzt gleich der Lüftsche Doppelkopfadler in Blattgold gehalten. Die nächste Brücke voraus ist die große Buchterbrücke. Hier war die große Buchterbrücke, die hier war früher mal der einzige natürliche Landzugang zu den Wellen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor der Öffnung des Kanals, haben wir diesen Zugang durchbrochen. Ja, und seitdem ist hier als Stadt von Lübeck eine Insel. Wenn Sie hier mal nach rechts auf die andere Straßenseite blicken, sehen Sie dort eine große Steintreppe. Das ist die Kaisertreppe. Dort hat seinerzeit Kaiser Wilhelm II. Gestanden und seine Rede zur Öffnung des Kanals gehalten. Dort sind sie schwarze Marmorplatte, dort sind alle wichtigen Daten eingraviert. Wenn diese Baum- und Buschfeuer auf der rechten Seite passiert haben, sehen Sie im Hintergrund einen Teil der Originalreste der Lübecker Stadtmauer. Das erste, was Sie dort gleich sehen werden, ist ein großer Bogen. Wenn Sie den Blick weiter nach rechts wenden, sehen Sie kleinen Turm im Dach oben drauf. Das ist nochmal der alte Pulverturm. Noch weiter rechts oben folgt dann der Kanonenturm. Der kleine Turm ist ein Schießschaden und das Gebäude, das oben angrenzt, das war früher mal ein Zollhaus. Wenn wir dieses graue Eckgebäude hier auf der rechten Seite passiert haben und Sie mal nach rechts klicken, sehen Sie noch einmal die St. Jakobi-Kirche. Die St. Jakobi-Kirche wurde im letzten Krieg nicht zerstört und auch nicht beschädigt. Da können Sie drin noch zwei alte Orgeln aus dem 16. Jahrhundert sehen. Die eine wurde 1515, die andere 1525 gebaut. Aber etwas anderes können Sie in der St. Jakobi-Kirche sehen. Es ist hier die Kirche der Seeleute, der Seefahrer. In einem Seitenschiff der St. Jakobi-Kirche liegt das letzte zerschlagene Rettungsboot, der Pamir. Die Pamir, eine ehemalige Viermastbark, sank am 21. September 1957 600 Meilen west-südwestlich der Azoren. Dort war sie während eines Hurrikans gekentert, nachdem die Getreideladung verrutschte.
Von der 86-köpfigen Besatzung, überwiegend junge Leute im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, konnten nur 6 Mann gerettet werden. Der Rest ist dann mit der Palmier untergegangen. Das Schwesterschiff, die Passat, dem einer das gleiche Schicksal ereilt hätte, die konnte sich dann noch bis Lissabon retten. Sie liegt heute in Travemünde auf der Privatseite und kann besichtigt werden. Ja, warum liegt die Passat in Travemünde und das letzte Rettungsboot der Palmier hier in St. Jakobi? Der Grund dafür ist, der Heimatarm der Palmier war und von der Passat ist weg. Ja, vielleicht mal so ein paar kleine Informationen zu dem Kanal, auf dem wir uns gerade befinden, im Elbe-Lübeck-Kanal. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist hervorgegangen aus dem Stegnitz-Kanal. Und dieser wiederum wurde zum ersten Mal urkundlich erwähnt im 14. Jahrhundert und war überhaupt Europas ältester Kanal mit Schleusen. Er war mal 97 Kilometer lang, hatte 17 Schleusen und auf ihm wurde früher das Salz, das aus Lüneburg kam, auf kleinen Kähnen hernachgeweckt getreidelt. Getreide, das heißt, diese Kähne wurden von sogenannten Salzknechten gezogen. Der Elbe-Lübeck-Kanal ist nicht mehr ganz so lang. Er ist nur noch 62 Kilometer lang, hat auch nur noch 7 Schleusen. Von uns aus gesehen in Fahrtrichtung geht zuerst 5-mal zu Berg. Das heißt, 5-mal wird ein Schiff angehoben. 2-mal geht es zu Tal, das heißt, 2-mal geht es abwärts. Und der endet oder er beginnt, je nachdem, von welcher Seite aus Sie das sehen, in Lauenburg an der Elbe. Die nächste Brücke voraus ist eine reine Fußgängerbrücke. Sie hat keine andere Wandnis, auch wenn es so aussehen mag. Das Schiff, das Sie da gleich rechts hinter der Brücke liegen sehen, ist die ehemalige schwimmende Diskothek Liverpool. Das Besondere an diesem Schiff ist, es ist weder aus Holz noch aus Stahl noch aus Eisen. Es ist aus Beton, es wurde mal gegossen. Es ist ein alter Munitionstransporter. Man hat vor und während des letzten Krieges mehrere davon gebaut. Auch die meisten sind schon während der Probung untergegangen oder auseinandergebrochen. Der Rest wird Kriegseinwirkung. Das hier soll das letzte sein, das noch kommerziell benutzt wird. Wenn Sie mal nach rechts blicken, sehen Sie die Dächer hinweg im Hintergrund, das Dach der 6. Großkirche in Lübeck, das ist der St. Katharinenkirche und Sie sehen ja nur einen Dachreiter und keinen Turm. Und noch eine Wandnis hat diese Brücke. Wenn Sie vor der Brücke stehen, sich die Fassade ansehen, werden Sie sehen können, dass sie asymmetrisch gebaut wurde. Wenn Sie ein Stück weiter voraus sind, so ungefähr in der Mitte zwischen diesen beiden Anlegern, die Sie rechts im Wasser haben, sehen Sie dort einmal rechts über den Parkplatz liegen, der da liegt, sehen Sie im Hintergrund so kleines Doppelgiebelhaus mit großen Schornstein auf der Seite und kleinen weißen Fenstern. Es ist das letzte, noch original erhaltene Stadtbauhaus von Lübeck. Wir haben früher für Lübecker Stadtmauer mal alle 200 bis 300 Meter so ein Haus und dort wurden die sogenannten Stadtsoldaten drin. Lübeck hat im Mittelalter überhaupt einmal als eine der bestbefestigten Städte Europas. Geschützt wurde Lübeck durch drei Befestigungsanlagen, den Wasser, in dem wir uns hier befinden,
der Stadtmauern, Rest haben dort hinten, den Rest könnt ihr rechts gleich noch sehen, und der Wallanlage. Auch da machen wir mal ein Stück dran entlang. Viele Feldherren haben versucht, hier nach Lübeck reinzukommen, aber nur einem einzigen ist das gelungen. Das war damals Napoleon. Napoleon erschien hier 1806 mit einem riesigen Heer vor Lübecks Tore. Er hatte kurz vor Baratekau, das ist ein Dorf in der Nähe von Lübeck, Flügge mit seinen Preußen ordentlich verdroschen und dann lehrte Lübecker Stadtfeder gedroht, aber schon zu meinen Herren, entweder ihr lasst mich freiwillig rein oder aber ich komme mit Gewalt. Dann war ich auch Lübeck über dem Erdboden gleich. Da die Verteidigungsanlage etwas marode geworden war und Napoleon versprochen hat, auch nur kurze Zeit zu bleiben, dass seine Truppen bei dieser Zeit sich auch anständig benehmen würden, haben die Lübecker dann gesagt, okay, ich kann es reinkommen. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätten Nein gesagt, hätten es auch ankommen lassen. Denn Napoleon hat beide Versprechen gebrochen. Er blieb nicht nur kurze Zeit, nur gut, kurz ist relativ. Er blieb euch ganze 7 Jahre, von 1806 bis 1813. Kann man verstehen, kann man nachvollziehen. Lübeck ist eine schöne Stadt, bleibt man gerne weiter länger. Aber auch das zweite Versprechen gebrochen, wie dass seine Truppen sich anständig benehmen würden. Und das haben sie nur weiß Gott nicht. Ganz im Gegenteil, sie haben, wie man so schön sagt, Lübeck ausgezogen bis aufs Hemd. Lübeck war bis dahin eine sehr reiche Stadt. Reich geworden war Lübeck hauptsächlich durch das Salz. Man nannte es ja früher auch das weiße Gold des Nordens sowie natürlich auch durch den Handel mit anderen Ländern und anderen Städten. Als die französischen Truppen 1813 abgezogen waren, war Lübeck bitterarm, denn die Franzosen haben alles mitgehen lassen, was nicht nied- und nagelfest war. Von diesem Schlag hat sich Lübeck dann auch später nie wieder so richtig erholt. Die nächste Brücke voraus ist die Höchster Torbrücke, benannt nach dem ehemaligen östlichen Stadttor von Lübeck, dem Höchster Tor, das von uns aus gesehen hier mal rechts gestanden hat. Es soll überhaupt das schönste Stadttor von Lübeck gewesen sein. Es wurde aber baufällig, schon die Lübecker haben es abgerissen. Das gleiche Schicksal hätte nur ein Haar, das Holzentor, ereilt. Gott sei Dank, kann Beute sagen, gab es damals eine Stimme mehr, denn der Bürgerchef, die für den Erhalt des Tores gestimmt hat. Dadurch ist dieses schöne Bauwerk erhalten geblieben. Die Bürgerschaft, das ist das Lübecker Stadtparlament. Sie sehen hier auf der linken Seite gleich zwei große eiserne Rohre ins Wasser rein. Das sind keine Schmutz, sondern keine Abwasserrohre. Das war mein Überlaufrohr und zwar von der Wakenitz. Die Wakenitz liegt ungefähr 600 Meter hier an der linken Seite, am Nebenfluss der Trave. Beim Bau des Kanals hat man sie abgetrennt. Und immer wenn das zur Hochwasser war und die Uferleute überfluten drohten, öffnete man dort eine Schleuse und ließ das überflüssige Wasser hier in den Elbe-Lübeck-Kanal laufen. Die nächste Brücke voraus ist die Rederbrücke. Benannt nach dem Erbau des Elbe-Lübeck-Kanals, Baudirektor Peter Reeder. Er hat dort große Teile des Lübecker Hafens mitgestaltet. Hier rechts hinter den Bäumen versteckt, dort liegt die kleinste der Großkirchen Lübeck, die St. Ägidienkirche, die Kirche der kleinen Leute, die Kirche der Handwerker, wie sie früher genannt wurde. Sie werden diese Kirche gleich ein wenig besser sehen können, wenn wir ein Stück weiter voraus sind und immer so schräg rechts achterausblicken. Auch diese Kirche wurde während des letzten Krieges nicht zerstört und auch nicht beschädigt. Da könnte drin auch Wandmalereien aus dem 14. Jahrhundert sehen. Viele Lübecker sind überhaupt der Ansicht, es wäre die schönste der Großkirchen. Sie ist dann auch etwas Mystisches an sich.
Die beiden Türme so rechts im Hintergrund sehen, da sind die Türme von Lübecker Dom. Der Lübecker Dom einmal von der anderen Seite, einmal von hinten. Habe ich schon gesagt, wir fahren ja noch dicht unterhalb des Domes entlang. Hier auf der rechten Seite beginnt es gleich eine Hügellandschaft. Das ist eine künstliche Hügellandschaft. Das sind die Reste der ehemaligen zweiten Befestigungsanlage von Lübeck, der Wallanlage. Natürlich stand damals auch keine Bäume noch keine Sträucher drauf. Dafür aber rings um Lübeck verteilt 1200 Kanonen. Das Besondere an diesen Kanonen war erstens, sie wurden ja alle in Lübeck gegossen. Lübeck war eine so reiche Stadt, dass ich eine eigene Glockengießerei, eine eigene Kanonengießerei leisten konnten. Das zweite Besondere war, aus diesen Kanonen soll niemals auch nur ein einziger Schuss zur Verteidigung von Lübeck abgegeben worden sein. Ihre Präsenz genügte wahrscheinlich schon, um eventuelle Angreifer abzuschrecken. Ja, was ist geworden aus diesen ganzen Kanonen? Naja, die meisten hat Herr Napoleon schon mitgehen lassen. Ein Teil des Restes wurde während des Ersten Weltkrieges und der andere Rest, der dann noch übrig geblieben war, während des Zweiten Weltkrieges eingeschmolzen. Bis auf zwei Kanonen. Zwei Kanonen konnten von Lübeck gerettet werden. Sie haben sich, setzt es in Anführungsstriche, gestohlen und dann vergraben. Sie haben wahrscheinlich damals ihr Leben dafür riskiert. Namentlich hat man sie wieder ausgegraben. Sie liegen heute vom Holstentor. Wenn sie von der Bahnhofseite aus kommen, in die Stadt rein wollen, links und rechts davor, dort liegen die letzten beiden original erhaltenen Kanonen. Die zweite Brücke voraus ist die Mühlentorbrücke. Wir nannten nach dem ehemaligen südlichen Stadtteil von Lübeck die Mühlentor, das von uns aus gesehen ja auch mal rechts gestanden hat. Und das wiederum hatte seinen Namen nach der Lübecker Mühle erhalten. Wir fahren an der alten Mühle noch dicht dran vorbei. Von uns aus gesehen, rechts runter geht es in die Stadt, links runter aus der Stadt raus und unter anderem auch auf die alte Salzstraße. Die alte Salzstraße wird von Lübeck aus gesehen über Ratzeburg, Mölln, Naumburg und Lüneburg. Und hier wurde früher Ochsenkarren und Pferdefuhrwerk unter anderem auch das Salz nach Lübeck gebracht. Da die nächste Brücke hier voraus wird es unterfahren, das ist eine reine Fußgängerbrücke. Hier auf der rechten Seite sehen Sie gleich das sogenannte Kaisertor und darüber die alte Lübecker Seefahrtsschule. Die Lübecker Seefahrtsschule war mal die zweitälteste Seefahrtsschule Europas. Die älteste in Lissabon wurde unheimlich in Seefahrer gegründet. Ich sagte eben, war die zweitälteste Seefahrtsschule deswegen, das Gebäude, das gibt es noch, das sehen Sie jetzt hier gleich rechts. Bei den Fachbereich Nautik, die gibt es in Lübeck nicht mehr. Hier muss man Kaisers politischen Gründen teils aus momentan Studenten an die Fachhochschule Flensburg abgeben. Ja, und das Kaisertor hat seinen Namen daher, dort soll einmal Kaiser Barbarossa durchgeritten sein, als er nach Lübeck kam und wie er gesagt haben soll, den Lübecker den Frieden zu bringen. Allerdings ist das nirgendwo urkundlich belegt.
Ja, hier rechts jetzt das Kaisertor und darüber die alte Seefahrtsschule. So, meine Damen und Herren, wir biegen jetzt hier gleich rechts ab, verlassen Elbe-Lübeck-Kanal und kommen dann wieder auf die Stadt der Oberfrage. Wenn wir gleich um die Kurve herum sind, sehen Sie noch einmal die Türme von Lübecker Dom, diesmal von der Seite. Da werden Sie sehen können, dass Sie ein wenig aus dem Lot geraten werden. Der Grund dafür ist, als man seinerzeit die Türme von Lübecker Dom gebaut hat, damals von dem Empfindlinge. Lübeck ist auf relativ weichem Boden gebaut. So sind diese Steine im Laufe der Jahrhunderte etwas weggesackt und die Türme kamen in eine leichte Schieflage. Erst beim Wiederaufbau des Lübecker Doms 1952 hat man das Fundament nochmal freigelegt. Man hat den Beton reingegossen und Messungen haben wir gegeben, wir gehen immer noch. Seitdem stehen die Türme vom Lübecker Dom fest. Den Grundstand von Lübecker Dom legte 1173 Heinrich der Löwe. Er war auch ein großer Städt- und Kirchenbaumeister. Er legte auch den Grundstand zum Dom von Schwerin an Ratzeburg, sowie auch den Grundstand zu den Städten München, Braunschweig, Schwerin und auch zu Lübeck, der in Lübeck zum dritten Mal gebaut worden ist. Als ersten urkundlich erwähnt wurde Lübeck im 9. Jahrhundert als Lubice. Das bedeutete so viel wie die Hübsche, die Kühle. War eine kleine slawische, christliche Kaufmannsiedlung auf einer Insel an der Mündung der Schwarte. Die Schwarte ist ein Nebenfluss der Trave. Seinerzeit wurden in heute Mecklenburg-Vorpommern andere slawische Völkergruppen. Das waren allerdings noch Heiden. Die mochten irgendwie die christlichen Kaufleute nicht, immer kurz vorbeigekommen, haben sie fürchterlich verhauen und ihre Siedlung niedergebrannt. Aber die alten Lubice, ein mutiges Völkchen, baut an der gleichen Stelle Lubice wieder auf. Dann kam auch zum ersten Mal der Name Lübeck, wenig Lübecker. Doch die Slawen aus dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern fanden das Ganze als tolles Spiel. Kommt ein paar Jahrzehnte später noch mal vorbei. Das gleiche von vorne. Erstmal alles verhauen, dann alles niederbrennen. Und dann haben die alle gesagt, das ist ein blödes Spiel, wir ziehen um. Dann sind sie dorthin gezogen, wo sie heute die Altstadt von Lübeck sehen können. Dass Sie Lübecker Altstadt noch so schön sehen können, wie sie dort steht, mit vielen Häusern noch aus dem Mittelalter, das liegt zum Teil auch mit daran, dass man in Lübeck im 13. Jahrhundert ein Gesetz erließ, das besagt, seit dem 13. Jahrhundert dürfen Sie in Lübeck, in der Altstadt, keine Häuser aus Holz bauen. Alle müssen aus Stein oder steinähnlichem Material sein. Dadurch ist Lübeck auch später eine größere Feuerkunst erspart geblieben. Manchmal freut man sich trotzdem. Ja, das stimmt. Die nächste Brücke vor Haus ist die Wipperbrücke. Die war genau wie die Holzenbrücke früher mal eine Holzbrücke. Wenn wir die unterfahren haben, sehen Sie rechts ein kleines, helles Gebäude. Dort war mit der Lübecker Mühle. Und von uns aus gesehen, rechts daneben, das alte Mühlenwerk. Denn die alte Lübecker Mühle war mal eine Wassermühle. Und ist von Restaurant untergebracht. Ja, hier rechts die alte Mühle und daneben das alte Mühlenwehr. So, meine Damen und Herren, wir nähern uns jetzt wohl über das schönste Stadtviertel überhaupt, dem sogenannten Domo der Gängeviertel. Das Domo der Gängeviertel ist original erhalten aus dem Mittelalter. Und die wurden früher mal die Stegnitzfahrer mit ihren Salzknechten. Wenn wir ein bisschen sich da dran sind, sehen Sie mit jeder zweiten, dritten Tür ein Schild, darüber steht ein Name, darunter eine Nummer. Dorthin befinden sich die Gänge, dort wurden wir die Salzknechte. Wenn Sie heute noch nicht gewesen sind und Zeit haben, meine Damen und Herren, ein Besuch lohnt sich. Hier unten können Sie also wirklich das Flair des Mittelalters spüren. Und wenn Sie in die Gänge gehen, einige der Anwohner sollten sagen, stopp, Sie dürfen hier nicht rein. Sie dürfen, das sind öffentliche Straßen. Nur einige Anwohner sehen es nicht gerne, wenn Fremde kommen. Ich persönlich kann so eine auch verstehen. Es hat einfach schon zu viele Touristen gegeben. Wir sind bei denen einfach in die Wohnung gegangen, sondern auf die Leute, dass wir darauf gucken, wie die früher gewohnt haben. Das ist auch mit einer der Gründe, warum sie heute in viele Gänge in der Altstadt von die Welt nicht mehr reingehen können. Die hat man unter anderem auch aus diesem Grunde durch Tore abgestellt. Yeah.
voraussehen, so eine freie Fläche mit einem Baum drauf. Das ist der sogenannte Malerwinkel. Da hat schon so manch ein Künstler gesessen an diesem Teil von dem Weg, an dem wir jetzt gleich an Land fahren, auf Papier oder Leinwand gebracht. Also mit eines der meist fotografiertesten und meist gemaltesten Motiven, die aus dem Weg kommen. Wir sehen hier rechts Wäsche auf der Leine hängen. Wir beschließen daraus jetzt nicht, dass die Leute, die unten wohnen, so arm sind, dass sie keinen Wäschetrockner haben oder sich keinen leisten können. Die haben einen und leisten können die sich ganz bestimmt einen. Die hängen ihre Wäsche auch auf, wenn es draußen regnet. Warum? Ganz einfach, weil sie es dürfen. Und wie darf man die Wäsche an der Straße trocknen, sonst ist das überall verboten. Das ist ein Privileg aus dem Mittelalter, das nehmen die Leute für sich in Anspruch. Das Fachwerkhaus hier auf der rechten Seite, das ist die alte Rossmühle. Hier wurden früher dann die Mühlensteine Pferde angetrieben, wenn im Mühlenteich nicht genug Wasser gewesen war, um dort die Mühlensteine in Gang zu setzen. Rechts voraus sehen Sie natürlich das letzte Holzbrücke, die Sandbahnbrücke. Wenn wir die unterfahren, dann sehen Sie auf der rechten Seite ein hellgelbes Gebäude. Lübcke Speicher steht da drauf. Lübcke Speicher, heute eine Gaststätte, war im Mittelalter mal das Rheinfelder Nonnenkloster. Mal für diese Stadt zwischen Hamburg und Lübeck. Die Rheinfelder Nonnen hat sich im Mittelalter eingekauft in Lübeck, weil sie gesagt haben, sie würden sich in Lübeck sicherer fühlen. Was richtig gewesen sein, was vielleicht auch bestimmt haben. Soll der Hauptkonflikt wohl gewesen sein? Hier bekam seinerzeit gleichzeitig das Stadtrecht von Lübeck. Und das war im Mittelalter nicht ganz eine Menge wert. Die beiden runden spitzen Türme, die Sie rechts voraus im Hintergrund über den Bäumen hinwegsehen, das sind die Türme für Lübecks Wahrzeichen vom Holzenturm. Das Holzenturm war das westliche Gestalter von Lübeck. Heute ist dort ein Museum untergebracht. Wie schon gesagt, Lübcke Speicher, das ehemalige Rheinfelder Nonnenkloster. Das Gebäude von uns aus, wir sehen links daneben, das mit dem großen Balkon vorweg, das ist ein Gebäude neuerer Bauart, ein alter Bunker. Man wollte ihn nach dem Kriege sprengen, aber wie schon erwähnt, hier wird auf relativ weichen Boden gebaut, also wir füttern bei einer Sprengung größeren Schaden als Nutzen. Also hat man später diesen Bunker so gestaltet und hergerichtet, so soll man der Speicher des Nonnenklosters ausgesehen haben. Hier rechts haben wir den Turm unserer Petrikirche. Und dieser Turm hat etwas, was die anderen Türme der Großkirche nicht haben. Wir haben eine Aussichtsplattform. Sie können bis nach dort oben mit einem Lift drauf fahren. Haben wir bei schönem Wetter von dort oben eine herrliche Aussicht über die ganze Altstadt von Lübeck. So, meine Damen und Herren, das war unser Anliegen. Es geht unsere Fahrt zu Ende. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Ich wünsche einen schönen Tag in Lübeck, wenn Sie nicht aus Lübeck sind und nach Hause fahren müssen. Heute oder später wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt mit einem sicheren Anfang. Eine Bitte habe ich noch. Bitte bleiben Sie gleich alle so lange sitzen, bis wir richtig festgenommen haben. Bitte versuchen Sie nach keinen Umständen schon auszusteigen, bevor wir richtig fest sind. Glauben Sie mir, unsere Ärzte in Lübeck sind nicht besser als die bei Ihnen zu Hause. Die brauchen Sie nicht testen. Schönen Tag noch und auf Wiedersehen.
Ja. Und Handy.